Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Willkommen Hallo. in Ulm. Wie hast du dich denn bisher eingelebt? Ich habe mich sehr gut eingelebt. Ulm ist eine schöne kleine Stadt, hat schöne Ecken und von daher alles gut. Das freut uns. Ich habe hier deine Statistiken. Du hast 22 Minuten und 42 Sekunden gespielt, 10 Punkte gemacht, 12 Rebounds und 43% Feldtreffer. Wie hast du denn deine eigene Leistung gesehen? Bist du zufrieden? Ich denke, ich kann zufrieden sein, aber natürlich wäre mir wichtiger gewesen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, anstatt jetzt irgendwelche Statistiken. Ja, es war eine bittere Kiste heute Abend. Was war denn aus deiner Sicht entscheidend heute Abend? Wann wurde das Spiel entschieden? Ich denke, wir haben nicht den Basketball gespielt, den wir hätten spielen können, aber wir kamen am Ende wieder ran, haben geführt. Es ist halt bitter, dass uns das jetzt zum dritten Mal in Folge passiert, dass wir in die Verlängerung gehen mit so einem Wurf. Ja, der Dreier von Lukas Steiger, der war bitter. Alles klar. So, jetzt seid ihr schon dran. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Denn Daniel, einfach mal vorkommen und das Mikro schnappen oder melden. Wer hat eine Frage an Daniel Theiss? Nein? Keiner? Gibt es nicht irgendwas, was ihr den Daniel schon immer mal fragen wolltet? Was sein Lieblingsessen ist? Welche Schuhgröße er hat? Bitte? Ob es die Schuhe auch in Neon Orange gibt? Die gibt es sicher, ich habe sie leider noch nicht. Okay, gibt es sonst noch jemanden, der eine Frage hat? Ja? Waren die Fans bei dem Verein, wo du vorher warst, auch so gut wie wir? Nicht annähernd so gut. Keine Chance. Richtige Antwort. Gibt es sonst noch jemanden, der was fragen möchte? Nein? Alles klar. Dann sage ich Dankeschön, Daniel, dass du nochmal hergekommen bist. Ihr kommt alle gut nach Hause und wir freuen uns aufs nächste Heimspiel mit euch. Tschüss.